ein Mitglied unserer Fraktion auf einen inhaltlichen Vortrag mithalten wird. Und ich gebe jetzt Stefan einfach das Wort. Stefan, bitte. Danke, Gabi. Und ich danke auch Maria und Sanheim, Generalsekretariat, dass mein Bericht über die Massaker an den Straßenhunden in Rumänien in die Tagesordnung aufgenommen wurde. Liebe Genossinnen und Genossen, ich danke umso mehr dafür, weil wir uns mit vielen Krisen und hochbrisanten Themen beschäftigen müssen, in der Ukraine, in Palästina, im Irak, in Syrien, mit TTIP und mit der menschenverachtenden und antieuropäischen Austeritätspolitik und der fragwürdigen Besetzung der neuen EU-Kommission. Aber für viele Menschen in Europa ist das Thema Straßenhunde äußerst wichtig. Das hat mir die Europawahl gezeigt. Bevor ich über die Situation der Straßenhunde und vieler betroffener Hundehalter in Rumänien detailliert berichte, möchte ich einleitend ein paar grundlegende Gedanken zum Ausdruck bringen. Ein Slogan der UNGL lautet: Gemeinsam für eine bessere Welt. Genau der gleiche Gedanke hat mich vor etlichen Jahren angetrieben, mich politisch zu engagieren. Und ich glaube fest daran, dass eine bessere Welt möglich ist, wenn wir gemeinsam dafür kämpfen. Aber diese Welt sollte nicht nur für uns Menschen besser werden, sondern für alle Lebewesen auf diesem Planeten, also auch für unsere Mitlebewesen, die Tiere, die immer mehr unter den neokapitalistischen Ausbeutungsmechanismen zu leiden haben. Die Akzeptanz des Leidens um uns herum hat den Menschen vergiftet. Sie hat uns mit einer Mauer aus Gefühllosigkeit und Ignoranz umgeben. Der technische Fortschritt hat uns zynisch gemacht und die Schärfe unseres Verstandes hat uns kalt und lieblos werden lassen. Wir denken zu viel, aber wir fühlen zu wenig. Aber wir bedürfen der Menschlichkeit und eine gute Politik braucht ein Fundament aus Menschlichkeit. Ich bin in diese Fraktion eingetreten, weil ich glaube, dass die GUE-NGL in diesem Parlament für eine Politik der Werte und des Mitgefühls mit den Unterdrückten und Ausgebeuteten steht und dass dieser grundlegende Gedanke nicht nur für unsere eigene Spezies Geltung hat. Ich glaube, dass diese Fraktion immer dem Unrecht Paroli bieten wird. Ganz egal, ob es Unrecht ist gegenüber Menschen oder Unrecht gegenüber anderen Lebewesen. Was in den Straßen Bukarest und anderer rumänischer Städte seit geraumer Zeit sich abspielt, ist ein himmelschreiendes Unrecht. Ein Unrecht an den Straßenhunden, aber auch ein Unrecht an vielen tausend rumänischen Bürgern. Kommen wir jetzt ins Detail zum Thema. Am 2. September 2013 wurde ein vierjähriges Kind in Bukarest von Wachhunden totgebissen. Fälschlicherweise machte man Streunerhunde dafür verantwortlich. Um von anderen Krisen in Rumänien abzulenken, wurde diese Tragödie durch die staatlichen Fernsehsender hochgespielt. Es gab zuhauf falsche Zeitungsberichte, Bilder mit wilden Straßenhunden und damit wurden die Menschen in Rumänien regelrecht überflutet. Die Bevölkerung wurde derart von den Politikern und den Medien manipuliert, dass am Ende die Leute eigenhändig Jagd auf die Straßenhunde machten und sie auf grausamste Art und Weise auf offener Straße massakrierten. Eine nationale Kampagne wurde daraus, die darin endete, dass die Hunde eingefangen und getötet wurden. Am 10. September 2013 wurde ein Gesetz zur Massentötung der rund 500.000 Straßenhunde erlassen, die dann ab Januar 2014 mit äußerster Brutalität durchgeführt wurde. In den meisten Städten Rumäniens wurde die ASPA, das ist die Abkürzung für Autorität, für die Verwaltung und den Schutz der Tiere, eine FAS, sie so zu nennen, das ist eine staatliche Hundefängerorganisation, damit beauftragt, die Streunerhunde einzufangen oder direkt auf der Straße zu töten. Die ASPA erhält von der jeweiligen Stadt für das Einfangen, die Unterbringung, für das Futter, für die angebliche ärztliche Versorgung, für die Verwaltung und letztendlich für die Euthanasie der Tiere und die Entsorgung der Hundeleichen beträchtliche Geldbeträge. Tierfreunde, die Public Shelter der ASPA aufsuchten, berichteten regelmäßig darüber, dass die Hunde weder medizinisch betreut werden, noch gefüttert werden, noch korrekt registriert wurden.
Die Euthanasie-Methoden in diesen Auffangstationen entsprachen niemals den europäischen Standards. Die Hunde wurden auf bestialische Art und Weise umgebracht. Aus dem Dezimierungsprogramm wurde ein lukratives Geschäftsmodell, an dem sich nicht nur die ASPA, sondern auch Politiker und die örtlichen Behörden bereichern. Und es geht um Millionenbeträge. In der ersten Julihälfte kam es zu einer vermehrten Anzahl von Anzeigen gegen die städtischen Hundefänger und gegen deren Vorgesetzte, weil es sogar zu tätlichen Angriffen auf Tierschützern gekommen ist. Beispielsweise am 2. Juli 2014 wurde in Bukarest eine Tierschützerin von einem ASPA-Leiter so brutal getreten, dass sie mit einem Beinbruch in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste. Und weitere tätliche Angriffe auf Tierschützerinnen und Tierschützer durch Mitglieder der ASPA werden fast täglich dokumentiert. Zigtausende Hunde wurden auf offener Straße vor den Augen von minderjährigen Kindern vergiftet, zu Tode stranguliert oder erschlagen. Diese Brutalität hat verheerende Auswirkungen auf die Gesellschaft Rumäniens. Eine Studie der Stadt Bistria unter Kindern zwischen 14 und 15 Jahren ergab, dass 86% von ihnen Zeuge von Misshandlungen oder Tötungen von Hunden wurden. Die Erwachsenen von morgen werden hauptsächlich also die traumatisierten Kinder von heute sein, die gelernt haben, dass Misshandlungen normal sind. Da wächst ein Gefahrenspotenzial an, denn eines Tages wird diese Gewalt möglicherweise auch gegenüber Menschen ausgeübt. Und daneben gibt es natürlich tausende traumatisierte und mitfühlende Menschen, die diese Barbarei nicht akzeptieren. Mit den skandalösen Hundemassakern zerstören wir ihr Menschenrecht, ein mitfühlendes Bewusstsein zu haben und in einem zivilisierten Staat zu leben. Um die Hunde zu retten, haben diese Menschen sie in ihre Wohnungen aufgenommen, manchmal über ihre finanziellen und räumlichen Möglichkeiten hinaus. Es gab viele Demonstrationen in Rumänien, es gab viele Demonstrationen in ganz Europa, alles bisher ohne Erfolg. Da sich nach den ersten Säuberungswellen die Hundepopulationen auch verringert haben, wurde in der ersten Hälfte dieses Jahres berichtet, dass die ASPA-Truppe nicht davor zurückschreckt, rumänischen Bürgern ihre angeleinten oder auf eingezäunten Privatgelände befindlichen Hunde zu entwenden. Es gibt dokumentierte Fälle, dass dies sogar unter Anwendung von körperlicher Gewalt erfolgte, wenn die Hundebesitzer Widerstand leisteten. Die rumänische Regierung und die lokalen Behörden sabotieren den Wert einer zivilisierten Gesellschaft, indem sie ohne Rücksicht auf die Gefühle und Proteste zigtausender Tierfreunde diejenigen misshandeln, töten, foltern, die seit Jahrtausenden in Wirklichkeit die besten Freunde des Menschen sind, nämlich unsere Hunde. Was in Rumänien geschieht, ist ein Verbrechen. Es ist ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Es ist ein Verbrechen gegen unsere ethischen Werte. Viele Tierschutzorganisationen in anderen Ländern verwenden humane Methoden, um dieses Populationsproblem von Streunerhunden zu lösen. Man nennt das Verfahren Catch, Neuter and Release. Das bedeutet einfangen, sterilisieren und wieder freilassen. Mittelfristig könnte auch dies in Rumänien zu dem gewünschten Erfolg führen. Nur, in Rumänien geht es um das große Geldverdienen zu Kosten der Hunde. Ich bitte euch, dass die GUE-NGL aufgrund ihrer Verantwortung für Mensch, Tier und Umwelt ein Signal setzt. Denn es ist auch unsere Pflicht, bei Angriffen auf Menschen, und Menschen werden nun mal jetzt in Rumänien angegriffen, für deren Rechte einzustehen. Ich bitte euch, dass wir einen Letter of Protest an die rumänische Regierung schreiben und sie im Namen unserer Fraktion auffordern, die Massaker an den Streunerhunden zu beenden und ein humanes Populationsregulierungsprogramm anzuwenden. Damit würden wir nämlich auch der Ankündigung unserer Fraktionsvorsitzenden Gabi Zimmer wahrmachen, dass wir hier die Stimme jener vertreten, die darauf warten, dass in der Europäischen Union eine Politik der sozialen Verantwortung, des solidarischen Miteinanders, der ökologischen Verantwortung und auch des Tierschutzes und der Tierrechte betrieben wird. Ich glaube, die GUE-NGL könnte darauf dann stolz sein.
Lasst uns gemeinsam für eine bessere Welt kämpfen. Ich zähle auf euch. Unterschreibt diesen Letter of Protest. Danke für eure Aufmerksamkeit. Wir sind ja in den letzten Monaten sehr viel informiert worden über Medien, über Initiativen von Tierschützern aus den verschiedensten Ländern. Und ich glaube, das war jetzt einfach ganz wichtig, dass wir das aus eurer Sicht mit euren Informationen und vor allem mit Blick auf den Umfang, den das inzwischen genommen hat, hier noch einmal informiert werden. Der Bitte, einen Protestbrief zu unterschreiben an die rumänische Regierung, denke ich, sollten wir nachkommen. Ich möchte euch auch alle bitten als Abgeordnete, und ich glaube, es wäre durchaus auch sinnvoll, wenn darüber hinaus weitere Abgeordnete des Parlaments mit gebeten werden zu unterschreiben. Also, dass wir möglichst viele, viele Unterschriften gewinnen, um deutlich zu machen, dass das ein Ende haben muss. Da wir jetzt keine Diskussion groß führen können, glaube ich, Stefan, können wir euch und auch uns durchaus auch klar sagen, der Unterschied, den du hervorgehoben hast, von der Notwendigkeit, Maßnahmen zu finden, um eine Überpopulation zu regulieren oder was weiß ich, und dem, was dort abläuft, läuft vor allem auf der Basis des Profitinteresses. Das ist der Unterschied zwischen normalem menschlichem Handeln, verantwortungsvollem Handeln von Politik. Und dafür sollten wir uns auch klar und deutlich einsetzen. Ja.